Sherlock Bones, die Jagd nach den Kronjuwelen. Die Kronjuwelen der Queen sind gestohlen worden. Und was liegt da näher, als den besten und berühmtesten Detektiv aller Zeiten zu beauftragen? Und Sherlock Holmes, Sherlock Bones, macht sich auf die Suche nach diesen Kronjuwelen. Und ganz schnell hat er 4 Verdächtige aus dem Hut gezaubert, die nun in ihren Zellen auf das letzte Verhör warten müssen. Und ein wenig Hilfe kann durchaus auch ein unglaublich talentierter Detektiv gebrauchen. Und die bekommt er in Form von Dr. Katzen, das ist seine langjährige Assistentin, und von uns. Es gibt einige vertrackte Rätsel zu lösen und das macht richtig viel Spaß und war auch teilweise schwieriger, als ich erwartet habe. Wenn ihr aber überhaupt nicht darauf steht, Rätsel zu lösen, beziehungsweise erstmal schnell wissen wollt, wie der Fall denn ausgeht, dann könnt ihr das auch im Anschluss erledigen. Auf jeden Fall macht das super viel Spaß und ist auch wirklich spannend bis zum Schluss. Und wenn ihr damit fertig seid und Nachschub braucht, es gibt auch bereits ein zweites Abenteuer. Und das nennt sich Meisterdetektiv Sherlock Bones, die verfluchte Maske.